Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Mr. Prepper. Ja, in der ganzen aktuellen Politik wünscht man sich doch nichts sehnlicher, als seinen eigenen Bunker bauen zu können und einfach vor dem ganzen Scheiß abhauen zu können. So oder so ähnlich werden wir es jetzt mal in diesem Spiel versuchen und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Ich habe es mir mal so einigermaßen angeguckt, also mal kurz reingeguckt von der Grafik her und so weiter. Und ich denke, dass das doch ein recht lustiges Spiel werden wird. Und ja, ich schaue einfach mal rein. So, Tag 1, okay. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Willst du das Tutorial spielen? Ja, natürlich wollen wir das Tutorial spielen. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda and control. I've tried to escape and I failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Und wir sind zurück an Ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir Ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es Ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass Sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Miracleville zu fliehen. Und natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind Sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass Sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsidenten. Möge Gott ihn schützen. Tutorial. Dies ist ein Tutorial. Lass mich dich herumführen. Ich habe gerade was anderes gelesen. Okay. Das heißt, muss ich mich jetzt hier... Achso. Mach dich mit der grundlegenden Steuerung vertraut. Bewege die Kamera mit ASWD oder mit der rechten Maustaste gedrückt halten. Okay. Ja, haben wir schon gemacht. Weiter. Bewege Mr. Prepper. Habe ich auch gerade schon gemacht. Können wir aber gerne nochmal machen. Doppelklicken, um zu rennen. Haben wir auch schon gemacht. Sehr schön. Auf irgendein Objekt, um zu sehen, was du damit machen kannst. Stoff. Okay. Rechtsklick geht nicht. Links geht nicht, sondern rechts inspizieren. Grundmaterial. Benutze es, um Kleidung herzustellen. Okay. Du bist nach deinem Fluchtversuch müde. Du verdienst ein Nickerchen. Okay. Wie, ich komme nicht dorthin. Du sollst ja einfach nur rumlaufen. Wo ist denn mein Bett? Ach, da oben. Okay. Nickerchen machen. Okay. Das war ja erstmal schon mal einfach. Ja, leg dich hin für ein kurzes Nickerchen. Ist alles gut, alles gut. Ah, jetzt kommt hier unten die Zeit. Die läuft rückwärts. Was? Okay. So, du bist hungrig. Gehe etwas essen. Das sieht mir sehr stark nach hier aus. Okay, öffnen. Oder muss ich den direkt inspizieren? Nee, okay. Was haben wir denn hier? Salat, Rüben, Suppe. Suppe hört sich erstmal gut an. Wie viel Hunger haben wir denn? Das ist wahrscheinlich oben rechts das Leben. Da würde ich sagen, einmal Suppe. Nee, wir können nur 5 rausnehmen. Können wir die... Ah, aufteilen. Okay. Okay, machen wir das so. Und die tun wir wieder in den Kühlschrank rein. Gut, und das essen wir jetzt. Können wir die Suppe einfach so aus dem Kühlschrank essen? Das ist deine Vorbereitung, okay? Er ist dein wichtigster Wert. Achso, hier oben, das in der Mitte. Wenn er auf 0 fällt, wirst du in Ohnmacht fallen. Okay. Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Okay.
Lies deinen neuen Fluchtplan. Da oben. Lesen. Machen wir doch. Ich bin schon ganz aufgeregt hier. Ich meine, das hört sich ja alles so nach der aktuellen Politik an. So nach dem Motto, so scheiß drauf, ich will einfach nur raus. Ziel Nummer 1, überleben. Ja, das nehme ich mal an, sollte doch nicht das Problem sein, oder? Ziel Nummer 2, flüchten. Oh je. Achso, flüchten, verstehe. Bau einen Bunker. Okay, baue den ersten Raum von meinem Bunker. Ja, können wir machen. Kein Thema. Baue den ersten Raum. Das heißt, dass wir erstmal hier runter... Wie sollen wir den denn bauen? Da, da. Achso, ich muss hier... Ah, okay. Nein. Ja, bauen. Genau. Ah, das sieht ja lustig... das sieht ja lustig aus hier. Okay. Aber die Zeit unten läuft jetzt wieder rückwärts irgendwie. Das ist seltsam, aber okay. Oben links das Grün. Also das ist unser Leben. Das habe ich schon vor... Achso, das ist der Schlaf. Okay. Ich werde eine Werkstatt... Was? Ich muss eine Leiter für meinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Meine vertraute Werkbank. Ach, sieht das süß aus. Sicher, jetzt erst. Ah, hier. Okay. Inspizieren. Nee. Ich nehme das mal, oder? Die soll man ja aufdecken, oder nicht? Ich schaue am besten im Garten nach. Du sollst das nehmen. Du sollst nicht im Garten nachschauen. Ist das eine Werkbank? Ja. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schaue nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. Okay. Wie? Oh, nein. Aber es wäre besser, wenn sie vor dem Agenten versteckt bleibt. Ach so. Oh. Kann ich die denn wieder abdecken? Das ist natürlich jetzt... Du brauchst etwas Metall und Holz. Fange an mit dem, Kauf von... 8 Einheiten Metall. Wo kaufe ich das? Werkbank? Okay. Handeln. Ah, okay, am Briefkasten können wir handeln. Junge, du sollst laufen. Wo bleibst du denn? Es ist nicht ganz offiziell. Ja. Er will irgendwie nicht, dass ich es lese. Ich weiß auch nicht. So, Zeit zu handeln. Ja, es wäre schön, wenn du auch handeln würdest. Mach eine Bestellung und hole sie in 2 Stunden ab. So sollte das klappen. Ja, darf ich denn endlich mal? Sergej? Achso, wir sind übrigens Mr. Preppers. Das hat er ja schon erwähnt. Ah, das... Keine Ahnung, ob das jetzt das ist, was ich brauche. Wie viel Geld? Achso, da oben. 50 habe ich. Okay. Wie viel brauche ich jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung. Achso, der 8 Einheiten Metall. Okay. Ja, bin ich ja gleich total pleite. Wollt ihr mich verarschen? Kann man kein Metall irgendwo holen? Nancy's Haus? Das ist dein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Nancy's Haus ist mein Vertrauensniveau. Okay. Der Supermarkt, da kann ich dann anscheinend auch mit handeln, so wie es aussieht. Achso, hier ist mein Vertrauens... Okay. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen verbesserst, erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten. Ah, verstehe. Durch Weiterempfehlung deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten. Ja, 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 ja. Warum ist das hier gerade so grisselig? Das ist hier voll unscharf. Okay, was hier? Gehe in den Wald und suche etwas Holz. Müssen wir hier die Tür irgendwie vorher zumachen? Können die Leute da nicht einbrechen? So. Geht ja gar nicht hier. Wald, okay. Sorry, aber ich stehe hier gerade so ein bisschen wie die Axt vom Baum. Ich weiß auch nicht. Ah, ich liebe die Natur. Der Geruch nach Abenteuer. Ich bin mir sicher, der Wald ist voller nützlicher Materialien. Ja, das will ich hoffen. Was ist das denn? Nehmen. Ah, die können wir einsammeln. Okay. Das ist hier. Können wir den nehmen oder ist das so schwer? Obwohl 1 von 3 Baumstämmen? Nö, wir packen einfach mal so den ganzen Baumstamm ein. Ja, ist doch super. Okay, dann schauen wir mal, was ist denn hiermit? Kann man da irgendwo Besonderes... Achso, da kann ich dann wieder zurück. Okay, nee, das wollen wir nicht. Können wir hier weiter? Ein herrlicher Ort. Nö, offensichtlich nicht. Also nicht der Ort, sondern da kommen wir wohl nicht weiter. Was ist hiermit? Inspizieren. Seilbahnstütze. Wird zum Reisen zwischen Waldgebieten benutzt. Muss zuerst repariert werden. Ja, und was brauchen wir dafür? Kann man das sehen? Einen Hebel. Okay.
Jetzt können wir das schon wieder nehmen hier. Ist ja geil. Hm. Das nehmen wir auch mal. Hier sehe ich immer... Was ist das denn? Ah! Ah, da kommen wir anscheinend weiter. Oh ne, jetzt sind wir wieder zurück. Das ist ja... Das ist gar nicht... Guten Morgen, Mr. Prepper. Hier ist wieder Ihre Post. Sie scheinen wohl viele Briefe zu bekommen oder so. Sie scheinen wohl viele Brieffreunde zu haben. Ach, das hat er gesagt. Okay, dann nehmen wir mal die Post. Ach, das ist meine Bestellung. Sehr schön. Aber ich habe immer noch nicht die drei Baumstämme. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Und auf Wiedersehen. Ich muss noch mal in den Wald zurück, mir ein bisschen Holz besorgen. So, hier ist noch mal ein Baumstamm. Sollte zumindest einer sein. Hier, mir wird auf jeden Fall einer angezeigt, aber den kann ich offensichtlich nicht nehmen, okay? Ne, er zeigt mir anscheinend nur an. Hm. Also, Lebensraum von Pfauen und, na, wie heißen die? Rehen, so. Okay. Ach, das ist, ich muss mich da, kann man nicht auch, ah, nee, nicht ins, ja, ich will das nehmen, ich will das nicht. So, jetzt haben wir alles, aber ich würde eigentlich auch gerne, können wir hier irgendwie noch weiter gucken? Mal kurz was gucken. Kann man hier irgendwas holen? Hier gibt es nochmal einen Baumstamm, den nehmen wir auch direkt mal mit. Warte mal, ich kann doch, genau, ich kann mit I. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann aber nur bis 100 tragen. Dann würde ich sagen, dann nehme ich die Bären hier nochmal schnell mit. Und dann gehen wir... Was sollte hier sein? Was, wie? Ein Nest oder was? Ich habe es jetzt nicht gelesen irgendwie. Okay, einmal nach hier bitte. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Bisher ist es noch so ein bisschen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Überblick bekommen, aber es ist schon ziemlich cool. Kann man eigentlich, oh ja, man kann rein und rauszoomen. Ah, sehr schön. Gut, trautes Heimglück allein. Wir beide gehen jetzt mal nach hinten zur Werkbank. Und, keine Ahnung, herstellen vielleicht? Zerlegen. Ah, okay, Baumstamm zerlegen. Jetzt haben wir... Moment, drei Baumstämme. Ah, bleibt das jetzt in der Werkbank oder? Ja, ich weiß, ich muss mich hinlegen, ich weiß. Ich will aber jetzt erstmal, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ach, jetzt kann das doch. Okay. Muss ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehen. Eine Leiter kann ich auch nochmal eben schnell herstellen. Komm, das machen wir nochmal ganz schnell, bevor du mir hier umkippst. Das Holz, können wir das auch zerlegen? Ich will nicht die Leiter zerlegen, hallo. Ich will den Baumstamm zerlegen, so. So, die Leiter. Platziere die Leiter. Drag and drop. Moment, hier, kann man die jetzt abdecken oder nicht abdecken? Weil er meinte doch, wir sollen die wieder verstecken. Ausrüstung, Essen. Essen habe ich auch was von. Ah, bringt mir jetzt nicht allzu viel, aber ich esse trotzdem mal ein bisschen was. Achso, alles essen. Bringt mir fast gar nichts. Okay, gut, ich würde sagen, dass wir jetzt aber erstmal... Nickerchen machen. Ich will aber schneller laufen. Komm. Beweg dich. Ja, ich weiß, dass du... Wie, da ist nicht der richtige Zeit. Dann mach halt die Leiter. Ich weiß zwar nicht, wie ich die jetzt hier reinbekomme. Raum-Upgrade-Box. So, Leiter. Ah, okay. Oder muss ich die ziehen? Ich muss sie ziehen. Ah, okay, gut. Gut. Du brauchst Lampen für deinen Bunker. Dafür brauchst du Glas. Zerlege etwas in deiner Werkbank.
Soll ich die hier kaputt machen? Moment, da oben sind auch Lampen drin. Grüner Becher. Nehmen. Hier ist auch noch einer. Brauchen wir die Sachen nicht? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die jetzt nicht wirklich brauchen. Also hier wäre das Licht, glaube ich, gar nicht. Aber wenn wir hier oben Licht haben, brauchen wir das hier unten noch eigentlich auch nicht, oder? Ausschalten. Nehmen. Darf ich nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch drin? Nehmen. Und hier sind noch Teller drin. Aber Teller, die bringen uns doch kein Glas, oder? Nein, du sollst das nehmen. Komm. So, und jetzt inspizieren wir das mal eben. Doch, du bekommst Glas, wenn du sie zerlegst. Ja, dann schnappe ich mir doch einfach mal alle. Moment, wie war das jetzt mit Alt? Ich weiß es nicht mehr. Alt nehmen. Soll, glaube ich, schnelles Nehmen sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht das andere Alt. Alt groß? Oh nein. Oh, Mist. Ich glaube, da habe ich jetzt die Zeit mit vorgespult. Das war jetzt nicht so günstig. So, nehmen wir ja einfach mal alles, oder? Keine Ahnung. Wir können ja bestimmt aus allem irgendwas machen. Aber wenn ich... Wenn ich Alt gedrückt halte, keine Ahnung, dann... geht es irgendwie nicht schneller. Ich weiß auch nicht. So, den Becher, den zerlegen wir. Oh, die schönen Lilan möchte ich aber auch zerlegen. Kann neue Rezepte lernen, indem er Dinge zerlegt. Wenn du etwas in dein Haus zerlegst, kannst du es jederzeit wieder bauen. Ah, das ist cool. Okay. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Ist das meine Werkstatt? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir brauchen jetzt aber nochmal Metall und wir brauchen Holz. Gut, Holz könnten wir natürlich besorgen. Stein brauchen wir auch. Also wenn ich das richtig sehe, dann werden die Sachen in der Werkstatt gebunkert. Weil ich habe jetzt hier nämlich nichts drin. Werkstatt Level 2. Jetzt müssen wir hier drauf. Wandlampe. Ah ja, da ist auch das Glas drin. Genau. Doch, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mach hinne. Doch. Ich will, dass du jetzt diese verdammte Lampe machst. Stelle eine Lampe her. Steht hier auch. Also mach das. Geht doch. Mann, 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 Mann. Alter, ist der eigensinnig hier. Machen wir noch eine zweite. So. Sollte reichen, oder? Komm mit. Los. Beeil dich. Wie komme ich denn da hin? Zudecken können wir gerade nicht. Kann ich den einfach... Ah, okay. Ich kann einfach unten reinklicken. Ich sehe aber gar nichts. Das ist jetzt mein Problem. Oh, jetzt habe ich sie direkt platziert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ja, lach du mal. Okay, haben wir schon mal zwei hingestellt. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Wie viel haben wir denn? 21 Uhr, okay. Gut. Da stand jetzt was mit abdecken, also zudecken. Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeit. Darf ich dich nicht zudecken? Ich bin müde. Der Plan ist jetzt Schlafanzug, Bett, schlafen. Na gut. Sollen wir vorher nicht noch irgendwas essen oder so? Inspizieren? Mal eben schauen, was wir hier alles haben. Der hat ja nur gesagt, ich soll vor 3 schlafen gehen. Kleine quadratische Box. Wo sind die ganzen Kekse hin? Okay. Ah, da kriege ich Metall raus. Ah, sehr schön. Doch, ich will die aber jetzt nehmen. Doch, ich will die Box, du Arsch. Boah, dann geh mal schlafen. Also hier kannst du nichts, kannst du machen. Der Typ will ja einfach seinen Kopf durchsetzen. Okay. Schlafen wir mal richtig, würde ich sagen. Na, dass der Tag irgendwie vorbeigeht, geht das auch? Denke ich.
Was heißt das jetzt? Also der Tag ist vorbei, wenn ich das richtig sehe. Ist das jetzt dieser Inspektor, der wieder kommt? Das wäre jetzt natürlich... Ich weiß nicht, ob der jetzt so begeistert davon ist, dass da so eine Leiter hängt. Der Agent kommt gleich. Du musst verdächtige Gegenstände verstecken oder nehmen. Ja, siehst du? Das wollte ich doch schon die ganze Zeit machen. Die Idioten. Zudecken. Oh, ist schon da, ist schon da. Die kann man echt nehmen. Okay, was ist denn hiermit? Gegenstände, Fass, Öl. Gas und Öl, ist das verdächtig? Ich weiß nicht. Mach die Tür auf, der Agent ist da. Ja, mach auch die Tür auf, komm. Oh, ist der schnell. Dies ist ein Standardprotokoll. Überprüfe auf Anzeichen von Staats... Jetzt, ist zu schnell hier durch. Unter der vorherigen Regierung, was, haben wir für jede Durchsuchung einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht. Dies war nachteilig für den Schutz von Sicherheit und Wohlbefinden. Unter der vorherigen... Ja, das hat er doch gerade schon mal gesagt. Lauf doch nicht weg. Ja. Und nun? Rauminspektion gemäß dem Akt... Ich befürchte, dass der Inhalt der Tafel nicht den Anforderungen von, keine Ahnung was entspricht, Sicherheit und Wohlbefinden entspricht. Warum nicht? Ups. Fehlende wichtige Gegenstände. Zu wenig Becher. Hä? Da achtet er auch drauf? Ach du Scheiße. Der Fluchtplan war jetzt natürlich doof. Und, ja, ich hab's geahnt. Also die Gasfässer. Zu viele Gasfässer. Das heißt, muss ich beide dann wegnehmen? Oder reicht das, wenn ich eins wegtue? Ich weiß es nicht. 72% Verdacht. Okay. Oh Gott, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Ja, bin ich aber auch für. Was machen wir denn jetzt hiermit? Kann man das irgendwie abdecken oder so? Umdrehen. Okay. Na. Okay. Ich frage mich, wie all die Sachen in meine Tasche passen. Ja. Das frage ich mich jetzt aber auch. Aber das ist blöd, wenn man jetzt hier die Sachen... Wenn er sagt, das ist verdächtig. Oh Gott. Das ist ja... Was soll man denn da machen? Also ganz ehrlich. Aber der kommt jetzt heute nicht wieder, oder? Das wäre jetzt ein bisschen blöd. So, nimmst du das Ding jetzt mal. Wieder ist nicht der richtige Zeitpunkt für... Mann, ich brauche Schrott. Okay. Zeit, die Werkbank im Bunker... Okay. Aufdecken. Ja. Okay. Hä? Nein, du sollst runtergehen. Komm. Gut. Wir können die Werkbank im Bunker... Ach, hier. Im Bunker verstecken. Das ist doch schon mal schön. Können wir dann da die Dinger rechts und links daneben stellen eventuell? Dann würde ich sagen... Hä? So, kann ich die nur hier hinstellen? Wegen dem Licht oder was? Ich hatte nicht mehr Zeit zum Frühstücken. Ja, das stimmt. Das wollte ich nämlich eben auch noch gesagt haben. Vielleicht sollte ich was kochen. Was ist denn das hier? Das war doch das Untersuchungsergebnis, genau. Okay, mach dir was zu essen. Von mir aus. Aber ich würde vorher, ehrlich gesagt, gerne erstmal das Ding hier nehmen. Komm her. Doch, der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Du Blödmann. Och, mein Gott. Ja, dann geh jetzt erstmal hier hin. Zudecken. Och, komm, ey. Du kannst nichts machen. Ist das... Das ist doch kein Tutorial mehr. Dürfen wir auch nicht. Inspizieren. Vielleicht kann der Tee machen. Ja. Können wir mal probieren. Oder muss ich den einfach ein paar rohe Zutaten mixen? Etwas Hitze dazu.
Und voila, Essen. Okay. Was haben wir denn für rohe Zutaten? Ups, irgendwas mit Kochen stand da gerade. Vergiss nicht, dass dir dein Essen mehr bringt, wenn du es vorher kochst. Ja, würde ich gerne, aber du lässt mich ja nicht. Fangen wir doch mit einer Suppe oder einem Smoothie an. Suppen brauchen zusätzlich Wasser und du kannst etwas aus dem Waschbecken bekommen. Ja, darf ich jetzt endlich mal eine Suppe nehmen? So. Einmal aufteilen würde ich sie gerne. So, einmal die nehme ich raus. Dann das irgendwie damit benutzen oder auf dem Herd, keine Ahnung. Ah, scheinbar, ja, okay. Oder auch nicht. Die steht jetzt einfach nur hier rum. Wie kann ich die denn... Oh, Leute, ernsthaft jetzt. Nehmen. Kann ich hier nur abstellen? Ich kann hier mal nicht benutzen. Hä? Ja, macht dir etwas zu essen. Die sind lustig. Wo sind meine Beeren? Ach nee, die habe ich alle gegessen, ne? Eine normale Portion wird dich in schwierigen Zeiten retten. Ja, das ist ja alles schön und gut. Essen wir jetzt hier erstmal zwei Möhren, weil sonst sind wir wahrscheinlich gleich tot oder so. Ah, Moment. Mach dir was zu essen. Da muss ich mir was aussuchen, verstehe. Ach, aus Blaubeeren? Ah, kann ich einen Smoothie machen? Okay, gut, Blaubeeren haben wir jetzt leider keine mehr. Karotte, Zucker. Wieso brauche ich Glas, um Karottenmarmelade herzustellen? Das klingt irgendwie seltsam. Aber ich kann keine Suppe machen, irgendwie. Das klingt sehr bescheuert. Ach nee, ich habe die ja noch drin. Moment, dann nehme ich das Einfachste. Was ist denn das Einfachste? Wasser, aber da bräuchte ich doch erstmal einen Kanister oder sowas für. Ein Klassiker, nicht gerade spannend, aber herzhaft. Ich brauche überall Wasser für. Und wie kriege ich das Wasser dann da rein? Ah! Aha! Okay. Gut, tun wir die erstmal wieder da rein. Und wir brauchen Karotten, ne? Mehr brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht für diese... Nein, ist jetzt nicht euer Ernst. Och, kommt, Leute, ernsthaft. Und schon hat man einen Fehler gemacht, indem man... Oh, eine einzige... Nee, ich habe zwei Karotten, glaube ich, gegessen. So, nehmen wir die Rübensuppe. Kochen wir die. Oh je, oh je, oh je. Ehrlich. Okay, die können wir jetzt essen. Bringt uns allerdings auch nicht allzu viel. Lies dein Journal. Ich nehme mal an, dass die damit jetzt das hier oben meinen. Kann man das hier eigentlich inspizieren? Mal wahrscheinlich Stoff oder so für, ne? Lass niemanden unter den Teppich schauen. Stoff, ja, genau. Okay. So, umdrehen. Wie ist dein Journal? Achso, hier unten. Ah, ich bin auch so schlau. Journal. Ultimativer Plan. Ich sollte anfangen, indem ich auf meinen ultimativen Plan schaue. Ab in den Wald. Die Seilbahn... Die Seilbahn ist ein großartiger Weg, sich im Wald zu bewegen. Jedoch ist sie schon lange kaputt. Ich sollte sie reparieren. Okay, also das sind meine Aufgaben. Das klingt logisch. So, darf ich jetzt endlich mal etwas machen? Ich würde gerne das hier aufheben. Das probieren wir nochmal eben kurz. Schaue auf den ultimativen Fluchtplan, steht da jetzt aber auch. Ah, jetzt kann ich es endlich. Okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Die Frage ist, kann ich hier auch weiter, also das Ganze erweitern? Das könnte ich zum Beispiel bis hier vorne hinstellen. Das ist das Äußere. Machen wir das mal dahin. So.
Ich weiß nicht, ob er jetzt gesagt hat, dass zwei Gastanks zu viel sind oder ob er damit meint, dass generell das sehr seltsam ist, dass hier so Gasdinger stehen. Man weiß es nicht. Okay, das passt noch perfekt. Ja, dann würde ich sagen, da müsste das Öl ja eigentlich auch noch da reinpassen. Was ist denn hier mit? Das ist ein normaler Mülleimer. Der dürfte ja eigentlich nichts. So, das nehmen wir. Das inspizieren wir mal eben. Eine Kiste. Eine ganz normale Holzkiste. Wo wir 10 Holz für rauskriegen würden. Naja, gut. Wir können aber zwischendurch noch in den Wald gehen. So, Mülleimer, ein Eingang zu einem bodenlosen Nichts, welches alles verschlingt. Okay, man sollte eher nicht dort hineinfallen. Ja, okay, von mir aus kann man die... Nee, kann man nicht umstellen. Aber die lassen wir jetzt auch mal hier. Ist ja jetzt auch egal. So, dann gehen wir erstmal wieder runter. Oder joggen runter. Und stellen das Öl auch dahin. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. So, um die Werkbank zu verbessern... brauchen wir Holz, Metall und Stein. Die Frage ist nur, wofür müssen wir die jetzt verbessern? So, aha, sehr schön. Da müssen wir dann runter oder können runter, wie auch immer. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob uns das hier eigentlich irgendwas kostet. Sieht jetzt nämlich nicht danach aus, ehrlich gesagt. Da können wir noch zur Seite, da können wir dann noch runter. Gehen wir mal hier erst rum. Ja, bauen. So, das ist Stoff, Glas, Geld, Erde. Dafür brauche ich wieder eine Leiter, nehme ich mal an, oder? Da brauche ich 3 Metall für. Ja, das Problem ist nur, ich habe hier oben zwar Metall, ich glaube, das war's. Aber... der will das nicht benutzen. Das heißt, ich müsste theoretisch Metall kaufen, aber ich habe ja kein Geld. Vielleicht nimmt das hier jetzt mal an, wenn wir es nochmal probieren. Ah, endlich, endlich. Okay, dann nehmen wir da noch was. Quadratisch praktisch gut, da auch. So, dann einmal runter bitte. Dann zerlegen wir die mal. So, stellen wir mal eine Leiter her. Die Frage ist jetzt nur, können wir das dann unten miteinander verbinden? Oder nicht? So, Leiter könnten wir theoretisch... Oh, doch, hier können wir es. Hier können wir es auch. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. Und wir machen dann hier wo kriege ich denn Koje? Ach hier, Wandlampe, da. Und Beet können wir auch machen. Okay, sehr schön. Ich will jetzt gerade kein Nickerchen machen, danke. Ich will jetzt zumindest noch Lichter reinmachen, Mann. So. Machen wir da erstmal Licht rein. Ja, 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 ja. Kannst du gleich machen. Also okay. Das sind eigentlich... Das ist natürlich die Frage, was wir hier machen. Wenn wir da jetzt was Größeres hinstellen müssen. Ich würde auch sagen, dass ich die Lampen vielleicht relativ hochmittig dahinsetze, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen kann. So. Da könnten wir jetzt theoretisch überall weiterbauen. Das ist sehr schön. Aber der Tag geht zu Ende. Also werden wir schauen. Geh dahin. So, dass wir das Ganze zudecken. Und ich glaube, sonst ist ja jetzt nichts, was uns verraten könnte. Dann würde ich sagen, dass ich dann hiermit erstmal die Nacht beende und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.